Willkommen zurück bei dem Voice. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind wach, wir sehen etwas müde aus, liegt daran, dass gerade 3.40 Uhr ist. Ich jetzt hier ein bisschen noch zum Frühstück vorbereite. Wie ihr sehen könnt, wir fahren jetzt gleich los nach Österreich und ich gebe jetzt den Katzen was zu essen, mache noch zwei, drei Sachen hier, bring gleich noch kurz den Müll weg. Wie gesagt, Frühstück vorbereiten. Tobi duscht gerade, ich war schon duschen und Leon schläft noch tatsächlich. Womit ich gar nicht gerechnet habe, weil seine normale Aufwachzeit ist so 1.30 Uhr und er war bis jetzt noch nicht wach. Was allerdings gut ist, weil wir wollen nämlich, dass er im Auto noch ein bisschen weiter schläft. Und dann kann ich ihm nämlich gleich eine Flasche geben. Deswegen versuche ich auch jetzt, so schnell es geht mit ihm, auch ins Auto zu kommen. Ja, Tobi macht sich wie gesagt fertig. Die Katzen kriegen jetzt auch noch eine Kleinigkeit zu essen. Und unsere Nachbarin ist so lieb und schaut nach den Katzen und wechselt sich da ein bisschen mit meiner Mama ab, weil meine Mama hat da ja schon einen kleinen Weg immer. Hier ist es auch jetzt richtig schön weiß. Man hat eben erst so gedacht, oh, es war gar kein Schnee. Aber jetzt, wenn man so gerade hinfährt, ist echt schön Schnee und es schneit sogar gerade. Und wie ihr hören könnt, es ist auch gut rutschig. Du kannst es sofort abkommen. Maren sitzt mit dem Blazer im dreckigen Schnee. Beste Leben. Ja. Blues, Blues. Ist kein Sand. Eine Germknödelsuppe. Tschüss, oha, was ist mit deinem Ausschnitt los? Was? Sexy Mama. Ja, aber die Kamera geht hoch. Junge, ich habe gerade auf der Kamera nur Bubis gesehen. Ja, oha, Entschuldigung. Ich mache nächstes Mal bis unten. Wir sind hier gerade Germknödelsuppe essen. Nee. Doch, Maren hat so viel Vanillesoße reingetan. Boah, ich könnte die Soße trinken. Das ist doch am besten, tu es einfach mal über dein Dekolleté schütten, dann ist es eine andere Art vom Video. Ja, super. Gut gefilmt. Gefilmt gerade. Sehr gut. Bis gleich. Also mit Daily ja, aber ich dachte, du willst jetzt hier so eine Inspo-Story machen. So nach dem Motto, hey, Teller hier. So, okay. Wir sind hier. Jetzt gerade in der Scheune und ihr seht, ich freue mich so sehr, Lian, das alles zu zeigen. Das hier ist natürlich so ein bisschen kühler gerade, aber wie cool ist das? Komm her. Och Gott, Kicker, alles drin und dran. Alter. Ja, du schön, diese Erster darf verkackt werden. Wir müssen die Zeit jetzt nutzen. Ja, jetzt hast du diese. Wir sind jetzt gerade ein bisschen draußen, waren kurz in der Scheune, wie ihr eben gesehen habt. Die zwei, drei Mädels da vorne auch. Und übrigens, gerade eben war richtig kurzer Herzinfarkt. Ich dachte wirklich, ich hätte die Kamera im Schnee verloren, weil mein Handy ist einmal kurz weg gewesen. Ja, und die war aber doch im Zimmer. Gott sei Dank. Ja, und hier sieht es schön aus, wie ihr sehen oder wie ihr hören könnt. Lian hat Hunger. Den hört man. Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, essen wir jetzt mal auf jeden Fall der Lian eine Kleinigkeit. Junge, dicke Jacke und Kinder ist schon eine andere Nummer. So, komm. Geht einmal rein. Rein. Ja, Ham, gibt's jetzt da drin. Geht ihr? Schnell. Lian ist der Schnellste, wenn es ums Essen geht.
Also Celine hat hier eine Linsen-Bolognese rausgehauen vom Allerfeinsten. Die sieht ja super aus. Vielen Dank an dieser Stelle. Tobi ist jetzt gerade aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und gesellt sich dann gleich auch zu uns. So, wir rennen hier die ganze Zeit richtig Stylo-Milo mit Hut und Mütze rum, aber hey, warum nicht? Die Kleinen sind am Malen und am Rumwuseln hier. Wir haben gerade die Stifte entdeckt, aber das ist echt süß gemacht, muss man wirklich sagen. Das ist hier so ein Spielraum, der hat alles. Wir müssen hier aber auch gleich mal ein bisschen aufräumen, weil hier sieht es dezent chaotisch aus. Leon hat eben so eine kleine Bausession gemacht und das hier habe ich übrigens gebaut. Ich bin ganz stolz darauf. Es sieht wirklich mega aus. Also da stand eben noch hier der Löwe drauf. Das Potenzial. Ja, ne? Da finde ich auch. Finde das super. So, es gibt Essen und ja, wir essen jetzt hier alle lecker und für Leon gibt es noch Nudeln. Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Wie fahre ich Ski mit Simone. Ah, schau mal an. 70% geladen. So, nochmal auf ein neues. Schönen guten Morgen, Leute, und willkommen vom Berg. Heute mit Simone. Übrigens, by the way, das erzähle ich euch jetzt mal einfach so. Ich bin schon mit vielen Freundinnen von Maren gefahren, aber Simone ist bisher die beste Fahrerin. Die ist sogar meist schneller als ich. Siehst du mal. Hat gelernt von ihren großen Brüdern. Ja. So, wir werden uns jetzt mal, weiß gleich, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt erstmal. Bis gleich. Also ich finde es auf jeden Fall extrem warm gerade mit der schwarzen Jacke hier in der Sonne. Jetzt werde ich mit GoPro runterfahren, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt. Ja. Boah. So, weiter jedes Tier. Wir sind gerade draußen. Lien ist mit der großen Schippe am Start. Und Traktor ist mit am Start. Wir haben eben Bollerwagen kurz geholt. Simone und Celine sind mit der Kleinen auch nochmal ganz kurz jetzt hier eine Runde gegangen. Ich wollte jetzt mal mit Lien einen Schneemann bauen und der Papa hilft mir bestimmt auch beim Schneemann bauen. Ja. Und Lien ist fleißig am... Aber ich habe drin welche. Ich habe dieselben für dich geholt. Ja, dann macht die Mama und du darfst danach bewerten, okay? Aber dann wird es nicht so ein großer Schneemann. Du filmst. Weil hier... Wir haben übrigens super Glück mit dem Wetter, weil... Tada! Sunshine! Ja. Wow! Jacke? Ist aber eine ganz große Nase dann, ne? Jetzt nach oben, aber sofort. Komm mal, und dein Freund, damit er die ganzen... Und zack, lieber wieder Schippe. ...Viechen wegscheuchen kann. Ich finde, mein Schneemann ist echt dicht geworden. Ja, ist er auch. Olien hat mehr Spaß an der Schippe. So. So, warte, wir müssen es in die andere Hand nehmen. Hier, halte. Okay. Bist du mein Glücksbringer? Hier nochmal halten. Hier halten und jetzt nochmal. Komm, zeig's dir mal, Papa. Ja! Wir haben auf jeden Fall einmal ganz kurz drauf gehabt. Machst du lieber so? Okay. Guten Morgen und willkommen zurück. Boah, es ist gerade hier hell. Das liegt daran, dass wir hier gerade direkt vorm Fenster stehen. Wir zwei haben uns fertig gemacht. Ja, nein, wir haben uns gerade fertig gemacht und gehen jetzt zum Frühstück. Wir haben Sachen gepackt, weil heute checken wir aus. Wir haben gleich was richtig Schönes für die Kids geplant und zwar eine Wanderung im Schlitten mit Pferden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Und Leon freut sich schon die ganze Zeit darauf.
Ja, also würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal frühstücken. So, wir gehen jetzt zu den Pferden. Und der Papa will unbedingt den Bollerwagen ziehen. Jan sitzt da drin. Gleich geht's in einen entspannten Schlitten. Heute Morgen habe ich übrigens das hier gefilmt, wie so die Sonne aufging. Die ging nur leider da auf, aber man hat diesen wunderschönen rosa Himmel gesehen. Falls ich es noch nicht gesagt habe, wir sind im Fuchseck. In Eck, genau. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel. Auch sehr kinderfreundlich und wirklich viel. Super. Sehr, sehr, bedacht alles gemacht. Auch mit Bibliothek und so. Wow. Hi. Das sind aber ganz schöne Pferde. Hallo. Hallo. Das sind Pferde, mit denen fahren wir jetzt. Hi. Hi. Willst du auch gestreichelt werden? Ja. Hi. Voll cool. Vor allem meine Mütze, ich habe einen Dutt an und ich habe sie jetzt einfach so drüber gestülpt hier. Voll schön. Guck mal, wie romantisch. Richtig schön. Fährst du mit den Schlitten, ne? Und er freut sich richtig. Die ganze Crew am Start, noch mal so was Schönes machen, bevor wir jetzt heute das Hotel verlassen. Richtig schön. Ab nach Germania. Ja, stimmt. Wir fahren nämlich jetzt gleich nach Oberjoch. Ja, und dann haben wir da noch ein paar schöne Tage. So schön. Und die zwei hier fahren rückwärts. Ja. Die Rückwärtsfahrer, die sind ganz hinten im Bus. Ich habe gerade eine Story gemacht. Ganz hinten ist der coolste Bereich hier. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Und zwar sind wir gerade angekommen in unserem neuen Hotel in Oberjoch. Ja, und mir ist gerade was aufgefallen. Was ist los? Lost, der Papa. Hast du gerade da... Wir sind angekommen im Panorama-Hotel in Oberjoch. Und ich zeig euch mal jetzt die Aussicht, warum die Sonne gerade so ballert. Schaut euch das mal an. Das ist doch wohl meine Hammeraussicht. Wir werden jetzt hier aber noch gleichzeitig die restlichen 3 Tage nutzen und mit Lian ein bisschen einfach durch die Natur laufen. Und wir haben ja heute Morgen schon die Schlittenfahrt gemacht. Uns geht es einfach darum, dass der Kleine so viel wie möglich draußen ist, dass wir so viel wie möglich mit ihm erleben. Genau, Schlitten fahren und. Weil bei uns gibt es ja einfach keinen Schnee und das ist uns sehr wichtig. Ja, und alles andere kommt beiläufig dazu, dass ich vielleicht nochmal Skifahren gehe oder die beiden zusammen schwimmen gehen. Aber das ist hier einfach jetzt so als richtiger Family-Urlaub geplant gewesen und wir haben richtig Bock darauf. Ja, und mit diesem Sonnenuntergang geht's jetzt gleich erstmal essen, oder? Jawoll! Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Wolfs. Au, was geht ab? So, wir sind gerade in der Gondel und fahren nach oben, wie man wunderschön sehen kann. Und es geht jetzt auf den Berg. Lian ist schon total hyped. Der freut sich und hängt schon die ganze Zeit hier und sagt immer Tutu, weil er immer die anderen Waggons hier runter gondeln. Waggons. Die Gondeln. Die Züge fahren hier runter. Guck mal, Lian, jetzt. Oi! Ein Tutut war das, ne? Jetzt ist Tutu weg. Ja, wir werden jetzt ein bisschen spazieren, gucken mal oben, wie lange der Kleine Lust hat und dann schauen wir einfach mal, was der Tag so bringt. Aber Schnee ist schön da und es ist ganz schön viel Neuschnee gekommen auch, finde ich. Oder? Ja, es ist auf jeden Fall so 10, 15 cm ist auf jeden Fall runtergekommen. Ja, du gehst jetzt mit dem Papa Schlitten fahren. Langsam. Lian, hier ist übrigens richtig schön Spielplatz. Da oben. Und wir haben uns gerade von einem netten Pärchen Schlitten ausgeliehen. Komm mal her, guck mal. Wie der lacht. War cool? Das war schön.
Nochmal? Sollen wir nochmal machen? Papa? Nochmal? Mama? Nochmal? Mama? Willst du nochmal? Mama. Dann komm. Komm, willst du nochmal rutschen? Rodeln? Liam, sollen wir nochmal? Sollen wir nochmal? War cool. Also Liam ist auf jeden Fall ein kleiner Schneejunge. Der liebt es, mit dem Schlitten zu fahren. Oh ja. Wow! Aber gut, er spielt ja auch wenigstens im Schnee. Lien, komm her! Gibt's Kakao? Ja, ja hier lang! Guck mal, hier ist Kakao! Oder wollen wir den Kakao hier in der Sonne genießen? Komm, wir genießen Kakao in der Sonne. In der eingeschneiten Bank. Guck mal, Lien, hier gibt's Kakao! Nam, nam, Kakao! Kakao, Kakao, Kakao! Okay, Leute. So, kleiner Zeitsprung vom Schlittenfahren und Co. Die beiden waren ganz süß eben noch schwimmen. Ja, richtig schön. Und Lien hat das erste Mal mit den Beinen richtig gestrampelt und hat es geschafft, zu mir sich zu strampeln. Und dann waren wir duschen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich quasi fertig gemacht und auf ganz entspannt gehen wir unten in ein Restaurant, dann im Buffet noch zwei, drei kleine Sachen snacken. Und dann hat der Tag auch ein Ende, weil wir sind alle ziemlich müde. Ja, so die Höhenluft und dieses oben auf dem Berg laufen, Schlitten fahren und so, das macht schon relativ müde. Ja, und jetzt gehen wir noch was essen. Was geht ab bei den Wolves? Nein, nein, wir sitzen... Oh, hat er seine Mütze verloren? Mütze? Ja, ich glaube, die hat er gerade runtergeschmissen. Ach, hier ist sie! Ups, den Papa einmal kurz umsonst umgeschickt. Cam halten. Hältst du die Vlogging-Cam? Super, super, Schatz, du filmst ganz toll. Warte, nee, nach oben. Hochfilmen. So. Wir haben uns entschlossen, dass es ein riesengroßer Vlog wird. Scheiße, ja. So, wir sind jetzt hier gerade, wie gesagt, auf dem Spielplatz. Ganz schon gut. So, wer war so runter mit dem? Toll. So, Achtung, warte mal. Du hast ein bisschen gerade... ach, Lien. Du musst vorsichtig sein. Los geht's! Okay. Ja. Heute Morgen hat es richtig krass geschneit und jetzt ist es wieder... Warte, mach mal die Hose ein bisschen runter, sonst ist gleich die Strumpfhose wieder nass. Ja, heute Morgen hat es richtig krass geschneit. Sieht man auch hier gerade wieder dran, dass hier schön alles Pulver ist. Ein kleiner Robben hier. Süß. Ja, wir haben jetzt mal gesagt, wir legen komplett den Vlog zusammen, weil es einfach mehr Sinn macht. Nächstes Jahr lernt Lien auf jeden Fall Skifahren, zu 100%. Stellen wir ihn auf die Skier, dann ist er 2, 2,5. Und ich werde dann auch noch einen Kurs belegen. Wow! Wie süß! Oi. Willst du runter? Willst du mit Mama schaukeln? Ja, okay, dann gebe ich Papa die Kamera. Füße hoch! Du musst schneller werden! Schneller! Leute, ja, ich habe gerade den Vlog geschnitten, den ihr hier gesehen habt, bin fertig geworden und habe jetzt sehr lange zensiert und ja, mir ist allerdings aufgefallen, wir haben tatsächlich kein Ende gedreht. Deswegen würde ich sagen an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben euch so gut es geht mitgenommen durch unseren Urlaub und einmal kurz genickt so... Das war gerade so peinlich. Welcher Mensch, er läuft gerade hier vorbei und ich sitze so da. Egal. Ja, Leute, also ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.